Um Ihren Tagesplaner zu öffnen, klicken Sie auf das dazugehörende Icon auf Ihrem Desktop. Und danach wird sich der Tagesplaner eröffnen. Heute haben wir den 6. Januar 2011. Der rote Kreis zeigt den heutigen Tag an. Wenn ich an diesem Tag eine Eintragung machen möchte, für eine Verabredung zum Beispiel, klicke ich mit der linken Maustaste zweimal auf den heutigen Tag und ein kleines Schriftfenster öffnet sich. Zum Beispiel kann ich eintragen, dass ich eine Massage um 14 Uhr möchte. Ich klicke dann auf Einfügen und diese Eintragung taucht auf meinem Tagesplaner auf. Möchte ich zum Beispiel für eine anstehende Reise Notizen machen, füge ich diese für den jeweiligen richtigen Tag ein, füge die Information ein und kann dort an dem beliebigen Tag dann sehen, was ich an dem Tag zu tun habe. Wenn ich zum Beispiel heute Abend um 19 Uhr mich mit Don treffen möchte zum Abendessen, schreibe ich das auf den heutigen Tag als einen weiteren Eintrag, klicke auf Einfügen und die zweite Aktivität des heutigen Tages kann auf der Übersicht des Monats an dem heutigen Tag gesehen werden. Zusätzlich kann ich auch ein Tagebuch führen. Ich klicke dafür auf den jeweiligen Tag, auf den ich eine Eintragung machen möchte, klicke auf das obere rechte Fenster, was Tagebuch heißt, und ein neues Schreibfenster öffnet sich. In diesem Schreibfenster kann ich wichtige Informationen festhalten, zum Beispiel Träume, Gefühle, Einsichten. Es funktioniert wie ein Tagebuch, das neben den Aktivitäten auf einer anderen Ebene zu sehen ist. Wenn ich herausfinden möchte, was ich schon einmal in dem Tagebuch eingetragen habe, zum Beispiel zu dem Thema Delfine, kann ich das Suchwort Delfine eingeben und werde dann, wenn ich das Wort auch genauso geschrieben habe, wie ich es in die Suchmaschine eingebe, alle Eintragungen finden, die mit dem Thema Delfine zu tun haben. Damit hat mein Tagebuch auch eine Suchfunktion. Lassen Sie uns jetzt die Funktion des Tagesplaners ausprobieren. Dieser Tagesplaner gehört zu den Übungen des Kurses Leben aus der Vision. Am heutigen Tag, wo wir gerade den Kurs anfangen, klicken wir auf die Nummer 1 oben links, um den Tagesplaner und die Blätter, die zu der ersten Woche gehören, zu öffnen. Wenn wir diese geöffnet haben, finden wir auf der rechten Seite alle Aktivitäten, die wir eintragen möchten für den heutigen Tag. Und auf der linken Seite finden wir oben die Audioübungen für den Morgen und unten die Audioübungen für den Abend. Klicken wir oben auf das Dreieck für die Audioübungen des Morgens, öffnet sich ein Window Media Player Fenster und wir fangen an, die Übungen für die erste Woche morgens zu hören. Dort begleitet mich jetzt die Audioübung für ca. 12 Minuten. Fangen Sie mit der Aufladeübung Ihrer Wahl an. Ich beende diese Übung und folge den Anweisungen auf den Audioübungen. Schließe meine Augen und wenn die Übung abgeschlossen ist, komme ich zu meinem Tagesplaner wieder zurück und schreibe dazu in die Kästchen, was mir an Fragen gestellt worden ist. Wie möchte ich mich heute fühlen? Hell, erleuchtet, warmherzig, diszipliniert? Vielleicht denke ich mir ein ideales Bild für den heutigen Tag aus. Und das wäre für mich heute eine Lotusblüte mit einem Buddha darin sitzend. Als nächster Schritt schreibe ich die Aktionsschritte für den heutigen Tag auf. Was sind alles Dinge, die ich heute machen muss? Zum Beispiel meditieren, als zweites Yoga machen, als nächstes Essen oder Dinge, die ich automatisch machen werde, brauche ich nicht aufschreiben. Aber Dinge, die ich machen muss, wie zum Beispiel E-Mails bearbeiten und einen Artikel schreiben, diese Dinge trage ich in die Aktionsfenster ein. Heute Nachmittag habe ich auch eine Verabredung um 14 Uhr, die Massage. Dann habe ich das Dinner mit Don.
Dann muss ich auch noch meinen Müll heraustragen. Wie auch den Biokompost versorgen. Und so fahre ich fort, bis ich alles aufgeschrieben habe, was ich zu tun habe. Und dann priorisiere ich meine Schritte. Ich öffne die Fenster. Meditieren ist für mich so wichtig wie ein A. Yoga wäre ebenfalls ein A. E-Mail schreiben ist ebenso wichtig. Artikel schreiben ist ganz wichtig, auch ein A. Massage bekommen kann ich leider nicht verlegen. Ich habe auch schon ein Date und muss dieses nun einhalten. Das wäre ein A. Das Dinner mit Don ist auch ein A. Den Müll eintragen, das könnte ich vielleicht als C machen. Das ginge auch noch morgen. Um das jetzt in meinen Tagesplan einzutragen, highlighte ich die jeweilige Aktivität auf Ctrl-C. Dann auf die Uhrzeit, zum Beispiel 8 Uhr, eintragen und Ctrl-V zum Einfügen. Dann E-Mail schreiben, Artikel schreiben, heute Nachmittag, zum Beispiel nach der Massage, damit ich gut entspannt bin. Massage hatte ich um 14 Uhr, also trage ich das jetzt rüber auf 2 Uhr. Und Dinner hatte ich mit Don um 19 Uhr festgelegt. Müll raustragen könnte ich jetzt direkt morgens machen. Als weiteres kann ich mir Zeit für spontane Aktivitäten und Freizeit lassen. Entspannung und Freiraum sind wichtig. Telefongespräche, die möchte ich auch noch eintragen, zum Beispiel die LAV-Kursleiter betreuen. Einen Anruf an den Arzt, dieses werde ich auch eintragen. Ich möchte auch gerne mit meinem Freund Amorea per Telefon eine Meditation machen. Ich muss unbedingt meine Mutter anrufen und möchte jetzt die ganze Information speichern. Das tue ich, indem ich unten rechts auf den Speicherknopf drücke. Damit schließt sich die erste Woche. Sollte ich das Ganze vielleicht nochmal öffnen wollen und ausdrucken wollen, muss ich für den heutigen Tag klicke auf die erste Woche. Es öffnet sich die Information, die ich vorhin eingetragen hatte. Und dann sehe ich unten rechts ein kleines Fenster, was Drucken heißt. Und es öffnet sich ein weiteres kleines Fenster, wo ich noch einmal auf Drücken muss. Und es druckt sich die Seite für diesen Tagesplaner aus. Wenn ich ein Netbook benutze, kann es sein, dass das Fenster zu klein ist und dass ich die Scrollbar benutzen muss. Bitte scrollen Sie bis nach ganz unten, um immer auf Speichern zu drücken, damit all die Informationen, die Sie eingeschrieben haben, auch behalten wird. Abends gehen Sie wieder auf diese gleiche Seite. Müssen Sie auf jeden Fall nicht auf eine andere Woche drücken, auf der noch keine Eintragungen waren. Denn wie zum Beispiel hier ist in der zweiten Woche für den heutigen Tag nichts gespeichert worden. Gehen wir noch einmal zurück für den heutigen Tag. Zur ersten Woche kommen wir zurück zu den Eintragungen, die wir für den heutigen Tag getätigt hatten. Wir übertragen die Aktionsschritte auf den nächsten Tag, wie zum Beispiel vielleicht den Artikel, den ich noch nicht fertig geschrieben habe. Gehe auf den morgigen Tag und trage es auf den morgigen Aktionstag ein. Wenn ich dann morgen das Fenster für diesen Tag öffne, werde ich gleich sehen, dass ich noch den Artikel fertig zu schreiben habe. Dann gehe ich zurück auf die Seite für den heutigen Tag und fülle all das aus, was ich an dem heutigen Tag mochte. Viele helle Liebe, Vereinigung mit der Seele, Dankbarkeit für die vielen strahlenden Mitarbeiter.
drei Dinge, die ich heute nicht mochte. Stress, weil zu schnell gehetzt, was ja meistens unangenehm ist. Als zweites, was mir heute nicht gefallen hat, war, im Moment fällt mir nichts ein, aber vielleicht war es der Verkehr und die Tatsache, dass ich mich vielleicht aufgeregt hatte. Und vielleicht, dass die ganzen Autogase in mein Auto gekommen waren. Dann schreibe ich Dinge auf, für die ich dankbar war. Für die Sonne, für Don und seine Liebe. Und als drittes, die göttliche Verbindung, die ich heute erlebt hatte. Nachdem ich damit fertig bin, höre ich mir die erste Woche Audioübung an. Ich klicke dazu auf den dazugehörigen Knopf. Das Window Media Player Fenster öffnet sich und automatisch höre ich die erste Woche Abendsübung mir anhören. Wenn diese beendet ist, schließe ich das Fenster dazu wieder. Speichere vielleicht noch aufgeschriebene Dinge, indem ich auf Speichern drücke und schließe das Fenster. Morgen fahre ich mit der Übung fort, indem ich für den morgigen Tag den Tagesplaner wieder für die erste Woche öffne. Für die Woche darauf öffne ich dann für den passenden Tag das Fenster für die zweite Woche des Tagesplaners. Andere Fragen, andere Audioübungen werden mich in der zweiten Woche begleiten. Sie können diesen Kurs auch über 10 Wochen hinweg machen und über 2 Wochen hinweg die erste Woche Tagesübungen sich anhören und ausfüllen. Wenn Sie mit den 5 Segmenten fertig sind, können Sie entweder den Kurs wiederholen oder ein paar Wochen aussetzen oder den Kurs zu einem späteren Zeitpunkt wiederholen, da der Kurs für Sie online unbegrenzt gültig ist. Oder Sie können, wie ich es vielleicht gemacht habe, sich eine Lieblingsaudio aussuchen, die Sie sich jeden Tag anhören. Sie können dazu die Eintragungen der Woche machen, die Sie sich als Lieblingsaudio ausgesucht haben, und dann zu einem anderen Zeitpunkt den ganzen Kurs wiederholen, um sich neue Visionen zu setzen.